Viele fragen uns hier in der Vorbereitung dieses Formats, aber auch sonst im Podcast, sag mal, hast du nicht noch einen Tipp fürs Staatsexamen? Hast du noch einen? Eine gute Examensvorbereitung ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass man mit guten Nerven ins Examen geht, gut ausgeschlafen. Und das bedeutet, dass man vielleicht auch versucht, zwischendurch ein bisschen abzuschalten, um nicht wie so ein hochnervöses Rennpferd da zu sitzen. Es ist ein Examen, man kommt durch, alle kommen irgendwie durch und das wird schon. Man kann ja auch nicht 12 Stunden am Tag lernen, wenn man mal ehrlich ist. Also ich konnte es nie. Maximal 6 und das ist schon echt viel. Ja. Eher 4. Ja, ja. Danke, Ilka. Jetzt haben wir uns hier in sehr vielen kurzen Clips miteinander unterhalten, mit dir, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dennoch ist ja immer noch eine Hürde im Raum, nämlich diese beiden Staatsexamen. Hast du noch einen Tipp für die Zuschauenden? Also ich trenne das mal in erstes und zweites Staatsexamen. Mhm. Ich glaube, was im ersten Staatsexamen tatsächlich sehr hilft, ist viele Klausuren schreiben, weil es einem vom Timing vielleicht hilft. Ne? Ich meine, man muss eben das Wissen, was man hat, in 5 Stunden pressen. Und das klappt am besten, wenn man es schon diverse Male geübt hat. Mhm. Und ich glaube, im zweiten Examen ist es ganz wichtig, dass man lernt, mit Kommentaren zu arbeiten. Ne, denn der wesentliche Unterschied zwischen ersten und zweiten ist ja eigentlich, man hat im zweiten dieses sehr, sehr dicke Buch, wo ganz, ganz viel drinsteht und man dann eben auch lernen muss, wie man bestimmte Sachen sehr schnell findet. Ja. Und das ist am Anfang relativ schwierig und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann eigentlich ganz einfach. Hast du noch einen Tipp fürs Staatsexamen für unsere Zuschauenden? Ja, also ich würde sagen, mein heißer Tipp ist, man sollte daran denken, dass das ein Marathon, ein Dauerlauf ist und kein Sprint. Und ich habe es damals so gemacht und glaube, dass es für mich zumindest gut war. Ich habe Pausen gemacht. Ich habe Samstagmittag, wir hatten samstags 8 bis 13 Uhr Klausur. Ich habe dann den Griffel fallen lassen und habe bis Sonntagabend nichts mehr gemacht und habe mich da wirklich entspannt und habe mir auch ein Programm Outdoor sozusagen gemacht. In Freiburg kann man schön wandern gehen und ein bisschen essen gehen nett und so. Und einfach für 1,5 Tage den Kopf abgeschaltet. Ich glaube, das ist wichtig und das sollte man nicht vergessen, Pausen einzulegen. Frederik, was ist dein einer Tipp für die Examensvorbereitung? Na, wenn du 2 hast, ist auch okay. Als ehemaliger Korrektor, ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber hinterher als Korrektor konnte ich das schon gut nachvollziehen. Gewöhnt euch eine leserliche Schrift an. Okay. Weil man einfach frustriert ist. Wenn man als Korrektor jedes Mal Schwierigkeiten hat, zu entziffern, was derjenige eigentlich da schreibt, fällt es einem auch schwer, das mit einer hohen Punktzahl zu bewerten. Mhm. Einfach rein psychologisch, so blöd wie es ist. Ja. Ja, es ist auch einfach, ne, wenn du 3-mal, 4-mal ansetzt, dann fehlt es ja auch an der Flüssigkeit, während wenn du so eine Klausur von oben bis unten runterliest und die ist auch noch gut strukturiert, dann automatisch macht die einfach einen besseren Eindruck. Mhm. Ist leider traurig, aber wahr. Mhm. Insofern, ich habe mir selber dann auch ich habe eine Sauklaue, aber ich habe mir eine schöne Schrift oder leserliche Schrift angewöhnt, damit der Korrektor nicht zu frustriert ist. Dann können wir ja hoffen, dass vielleicht irgendwann mit dem E-Examen dieses Problem, dieses kleine Problem des Staatsexamens, wo es so viele gibt, mal sich erledigt hat. Aber trotzdem ein guter Tipp für die Zeit, wie es noch nicht so ist. Ja, klar. Dein Nummer 1-Tipp für die gelungene Examensvorbereitung. 3 Tipps, und zwar Probeklausuren schreiben, um eine gewisse Routine reinzubringen, auch mit unbekannten Sachverhalten umgehen zu können. Der Nummer 2-Tipp, tauscht euch mit euren Kommilitonen aus, also Arbeitsgruppen, dass man einfach das Gelernte auch anderen zu erklären vermag und da vielleicht nochmal anders reflektiert und das anders in sich verarbeitet. Nummer 3-Tipp, ruhig bleiben und subsumieren, also die gute alte Subsumption, sowohl im Schriftlichen als auch im Mündlichen, hilft einem in jeder Situation im Examen weiter. Vielen Dank.
Last but not least, Sebastian, dein Number One-Tipp für die gelungene Examensvorbereitung? Regelmäßig Pausen machen, abschalten, Lerngruppe bilden, sich mit anderen Leuten austauschen, auch anderen Leuten recht erklären oder das, was man gelernt hat, erklären, weil wenn man was erklären muss, dann muss man es richtig verstanden haben und an die frische Luft gehen. Mhm. Und eine gute Lerngruppe wahrscheinlich. Ja, absolut. Absolut. Also da muss man jetzt nicht extrem wählerisch sein, aber der Austausch mit Peers, die auch gerade lernen, ist extrem hilfreich. Mhm. Hat mir unglaublich viel gebracht.